Mein Sender. Alle Hits für Sachsen. Wir freuen uns, das erfolgreichste deutschsprachige Pop-Duo zu Gast zu haben. Willkommen, ich und ich hier bei Radio PSR. Hallo. Hi. Anne Trumpfe und Adel Tawil. Wir können da mal ganz kurz noch so ein bisschen musikalisch ein bisschen Revue passieren lassen. Du erinnerst mich an Liebe damals. Ja. Ja, Dienen, Riesenhit von euch. Stark. Oh ja. Natürlich vom selben Stern. Und so soll es bleiben. Und so könnte es jetzt weitergehen. Stundenlang. Wir könnten noch eine ganze Sendung filmen, genau. Eigentlich. Ich wahrscheinlich sei das schon tausendmal gefragt worden, aber die Antwort habe ich jetzt nicht parat. Wieso kamst du den Namen Ich und Ich? Könnt ihr das doch nochmal unseren Hörern erzählen? Wir wollten uns eigentlich Tiernamen geben. Salamander war im Gespräch. Gecko, Chamäleon. Zebra. Und das war aber alles irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Und deswegen gab es einen Song auf dem Album, also einer der ersten Titel, die wir überhaupt aufgenommen haben. Und der hieß Ich und Ich. Und das hat dann auch auf uns gepasst. Und dann dachten wir, okay, wie heißen Ich und Ich? Jedes Mal, wenn ich das höre, frage ich mich, warum ist das nicht die Titelmusik vom neuen James Bond? Mal gucken. Also ist denn schon einer draußen jetzt? Weiß ich, das ist besser als die letzten James Bond-Titelmelodie. Ja. Das hat so diese... War das bewusst so eingeplant? Es hat die Trompete. Ja, die Spannung so ein bisschen. Also es hat uns auch selbst von den Streichern so ein bisschen dran erinnert und dann dachten wir, ach super, das passt doch, das ist doch wunderbar. Und wir haben so ein bisschen in unseren Archiven gekramt. Adel Tawil, wir haben ein paar Jugendsünden von dir gefunden. Ja, da freue ich mich ja. Sehr gerne. Ja, hast du auch. Hi, wir sind The Boys mit Tiso, Flo, Steph, Salvatore, Kane. Yeah, und ihr hört Radio PSR. Wieso grandios. Sprichst du doch immer noch. Na, so doch nicht. Kane. Und ihr hört... Oh Gott, ich sehe dich da noch vom Studio stehen. Ihr habt doch sehr schön a cappella dann irgendeinen Song angesungen. Ja, oh mein Gott. Aber Annette lacht jetzt noch. Pass auf. Jetzt haben wir auch noch was. Oh Gott. So geil. Herrlich. Ich hab's geliebt. Das war in den 80ern. Humpe und Humpe. Yamaha, Mitsubishi, Kawasaki. Kannst du das heute noch so gleich so hintereinander mitsingen? Weg? Toyota, Suzuki, Sony, Minolta, Kawasaki, Shin, Yoshikasi, Toshiba. Hey, aber Werbebing vorher müssen, klasse. Also, du hörst das heute noch gerne, also es hat so ein Lächeln ich gerne. Ja. Weil es gibt ja manche, die sagen so die alten Nein. Sachen, oh, bleib mir weg damit. Ich habe versucht, möglichst wenig Mist zu machen. Nee, alles, die Stücke, alle, die ich in meinem Leben aufgenommen habe, die habe ich auch gerne. Ja. Wie kommt es jetzt eigentlich, dass, wenn ihr live auftretet, dass immer so ein Ich eher ist, Annette? Warum gehst du wenig mit auf die Bühne eigentlich? Mein Lampenfieber ist... tödlich. Oh, nee, du bist ja so viele Jahre im Geschäft. Also ja, aber die letzten 25 Jahre war ich immer nur im Studio und hinter den Kulissen. Also du vermisst das auch nicht so ein bisschen, so, dass die Leute da alle... Ein ganz kleines bisschen, wenn ich jetzt an Adel denke auf der Bühne, wie er die Publikumsreaktionen inhalieren kann und sich freut, wenn die Menschen mitsingen. Das muss ich mir dann erzählen lassen oder ich setze meine Pudelmütze auf und stehe im Publikum und singe mit. Ja, dann musst du jetzt ganz alleine das aushalten, die Publikumsreaktion. Ist das schlimm? So. Nein, es ist wunderbar. Man kriegt ja direktes Feedback und es ist schon was ganz Tolles, live aufzutreten.